Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Der LASK trennt sich heute in der 8. Runde der Admiral-Bundesliga vom TSV Hartberg 0:0 unentschieden. Cheftrainer Thomas Sageda, was ist denn deine Einschätzung vom Match heute? Ja, grüß euch nur einmal. Wir sind alle aufgrund des Ergebnisses schon sehr enttäuscht, weil wir uns mehr vorgenommen haben. Ich glaube, erste Halbzeit war sehr enttäuschend von uns. Müssten eigentlich in den Rückstand gehen, erste Halbzeit, und die Frage sogar ist, wie hoch. Ich denke aber, dass meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt hat, wir in der zweiten Halbzeit keinen Schuss aufs Tor mehr zugelassen haben und einen Elfmeter verschossen haben. Somit ist aufgrund der zwei doch unterschiedlichen Halbzeiten das Unentschieden gerecht, mit dem wir aber nicht vollends zufrieden sind. Das Mikro geht durch. Zeit für Fragen. Gibt es Fragen von eurer Seite? Keine. Ja, sonst kann ich mir selber nicht stellen, wenn es will. Ja. Das Mikro ist hinten. Hinter dir. Gott, mal auf, österreichische Nachrichten. Du hast die gleiche Elf wie gegen Liverpool aufgestellt. Hättest du es im Nachhinein anders gemacht? Aber. Wie heißt das Sprichwort so schön? Nach dem Krieg gibt es viele Generäle. Du, gestern haben wir Salzburg gegen Blau-Weiß Linz gesehen, da war halt nachher das Thema, wie viel dass die Rotationen zu viel waren. Ich habe gar nichts, habe entschieden, dass ich gar nicht rotiere. Da ist vielleicht zu wenig. Ja, nachher ist man immer klüger. Ich glaube aber, dass man aufgrund des Spielverlaufs, wo wir eher in der zweiten Halbzeit dann besser waren, nicht unbedingt das als, jetzt sage ich mal, als sehr offensichtliche, für einen einfachen Fußballfan fast aufgelegte Ausrede hernehmen dürfen, weil dem ist einfach nicht gelegen. Ich meine, das ist dann übrigens schön, für wenn der sich nicht tiefer in der Thematik auseinandersetzt, dass er sagt, ja, ist eh klar, das ist der Grund, so einfach machen es wir uns nicht und will es ihr aber niemand, der da halt beteiligt war, machen. War es vielleicht schwer, in der ersten Halbzeit den Schalter umzulegen vom so einem absoluten Highlight für alle Beteiligten gegen Liverpool, jetzt in Anführungszeichen nur in der Liga, ich sage nicht nur gegen Hartberg, sondern nur in der Liga, dann gegen Hartberg? Das glaube ich nicht, aber es war schon Thema. Ich muss schon sagen, dass wir immer wieder, oder ich in meinen Besprechungen vor dem Spiel das mahne, weil ich einfach merke, dass wir bei den bisherigen Spielen, die wir gespielt haben in der Liga, immer wieder zu Höchstleistungen wachsen können, aber auch immer wieder das schaffen, dass wir nicht ganz auf 100% spielen und dass meine Mannschaft das verinnerlichen muss, dass wir immer Vollgas geben, das ist klar. Wobei nochmal, ich glaube, dass wir mit der ersten Halbzeit mit einem Gegner zu tun gehabt haben, der uns auch speziell gegen den Ball sehr, sehr gefordert hat. Das muss ich echt erwähnen, dass Hartberg das richtig gut gemacht hat. Ich denke aber schon, dass wir sehr viele Ballgewinne hatten. Nur das Problem an dem Spaß ist das, dass wenn natürlich du den Ball gewinnst, dann soll so irgendwo der Ball dann bei dir bleiben. Und das haben wir, glaube ich, über gewisse Phasen nicht geschafft, speziell erste Halbzeit. Und dann wird es plötzlich ein Fußballspiel, das vogelwild ausschaut, wo es nur mehr in Umschaltsituationen geht, Chancen dort, Chancen da. Und das, zudem haben wir einen wesentlichen Beitrag leider dazu geleistet. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann vielen Dank fürs Dabeisein, gutes Heimkommen und bis zum nächsten Mal.